Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Dead in Bermuda Staffel 2. Wir sind Tag 8. Wie lange waren wir in der ersten Staffel? 14 Tage? Kann das sein? Waren wir so 14 Tage? Haben wir 14 Tage überlebt? Jetzt kann ich wieder nicht scrollen hier. Doch dahin kann ich. Jetzt kann ich wieder scrollen. Wunderbar. So, wir haben noch, ich glaube, ein News dafür. So, der hat das gleich erforscht. Das müsste dann das Angelding sein. Und danach kommt dann das, ach nee, das brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Danach kommt dann der Cooking Pot. Die zwei Sachen müsste ich auf jeden Fall noch erforschen. Genau, das ist eine Fishing Rod. Sehr gut. Das müssen wir dann craften. Das heißt, wir brauchen wieder welche beim Craften. Ja, die drei hatten Spaß. 7 Früchte, perfekt. 10 Holz, sauber, ihr seid super. Wir hatten gar keinen beim Exploren, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Müssen wir morgen auf jeden Fall wieder jemanden reinschicken. Hey, Miss Winters, what's up? I found a nice fruit for you. Here, take it. Thanks, that's nice. So tell me, you really are a surgeon? That's incredible, you're so young. How old are you? I'm not that young and you shouldn't find incredible that women manage to have a successful career. It should be normal. I understand what you mean. I did not want to upset you. It's just that I'm not used to it. My dad's new wife, for example. She doesn't do anything. She didn't study either. We have nothing in common. My dream before the accident was to become a famous scientist, make big discoveries to help humankind. But now that I'm with you, I see a set of new possibilities. Being a medic, doing humanitarian aid, solving medical mysteries, that would be great. Dreams. Continue to have dreams. You collide with reality soon enough. Iliana findet Winter super. Wir haben eine Frucht voll. Die hat ihr eine Frucht gegeben von unserem Vorrat. Mann. Dafür ist der Hunger um 10 runtergegangen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sie sieht eigentlich aus mit Essen. Wir haben nichts mehr. Geil. Okay. Die ganz Hungrigen kriegen mal das. Wir waren zu langsam. Wir sind zu langsam. Wir müssen jetzt hier Früchte verfüttern. Das hilft ja nichts. Du kriegst noch ein Dried Meat. Okay. Wir haben auch nur noch 30 Wasser. So, Fire Intensity ist wieder gut. So, haben wir dann da genug Zeug für? Ja, haben wir. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir die besten Crafter dieses Landes. 32. Also, Yuri und Bob. Yuri und Bob. Ihr werdet craften, was das Zeug hält. So. Du gehst wieder hier mit Jacob erforschen, weil ich noch den Cooking Pot haben will. Und du gehst hier erforschen. Okay. Sieht alles noch okay aus. Weiter geht's. 35% nur. Fuck, ihr müsst das schneller machen. Schneller. Oh Gott, er muss dringend. Er braucht einen Kaffee und geht dann ins Bett. Ist scheiß Reihenfolge, aber so machen wir es jetzt. 2 Früchte. Ich glaube, wir werden schneller abkranken als das letzte Mal. Ich glaube, es lag daran, dass ich vergessen habe, viel zu erforschen, weil man da ja auch immer wieder Sachen findet, wie Essen und so. Ja gut, sie hat ihn erforscht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, du gehst jetzt mal schlafen. Du gehst auch schlafen. Ich glaube, Holz haben wir eh gerade. Naja, nicht genug, aber. Na, ihr wisst schon. Okay. Spooky Dark Corner. You find a hole in the ground covered in tangible darkness. You fear it might be giant spider nest. Hunt big spiders. Komm, wir jagen mal big spiders. Hunting. Jacob. Los, geh riesige Spinnen jagen. These spiders are huge. They bite you, but you will have the last chew. 4 frisches Fleisch und ein bisschen verletzt. Na gut, aber immerhin frisches Fleisch, was wir nicht auf dem Lagerfeuer braten können, was mich so aufregt. Mann.
So, Jacob. Kriegst auch noch einen Kaffee obendrein. Was macht der? 20% Fatigue, das ist gut. Sickness, Depression. Ich glaube, diese Staffel wird kürzer als die letzte. Super, ein Level up, aber muss sich gleich direkt wieder ausruhen, weil er schon wieder fast abkackt hier. Vier Früchte, das ist sehr gut, aber sie ist dafür erschöpft wie Arsch. Okay, neue Area haben wir auch noch, perfekt. Also was sie echt noch ändern könnten, ist, dass die A nachts halt ein bisschen fatiglos wäre. Die sitzen noch nicht die ganze Nacht wach am Lagerfeuer. Das kannst du mir nicht erzählen. So, Alejandro, where do you come from? I was starting to believe that I've lived at work forever, but my real home is in Spain, in Barcelona. Do you have family there? A wife? Children? Nope. I was married to work. But yeah, I have a lot of dear friends back at home. I was planning to give them a big hug. It's been almost 10 years since I last came back. That's sad. A handsome man like you, with a good situation, girls should have been lining up to put the hook on you. I've had a girlfriend, if that's what you're asking. But it's true that I regret a bit that I haven't found my special someone. Maybe I wasn't ready. Well... Or maybe you were afraid. But well, dear, I'm sure you'll find your someone if we get out of here alive. I would be delightful if my little girl found a gentleman like you. I already see myself knitting for my grandchildren. Yeah, if we get out of here, that's the thing. Alice findet Alejandro super und Alejandro ist total depressiv geworden. Wir haben nichts zu essen. Das heißt, wir haben mal rohes Fleisch. Was immer 8-20% gibt, das ist nochmal gut. Kann aber auch Sickness geben. Oh, toll, hat das so wenig gebracht. Lecker Spinnenfleisch. Okay, wir haben hier noch ein bisschen was. Okay. Okay, wir müssen wieder Wasser machen. Wir müssen jetzt Wasser machen. So, Wasser. Ist alle noch ziemlich erschöpft, ne? No particular focus. Du kriegst einen Kaffee, weil du weiter erforschen musst, entdecken musst. Tut mir leid. Aber du kriegst jetzt hier einen Kaffee. Hast du noch irgendwas anderes gegen Fatigue? Ja... Das möchte ich aber eigentlich noch behalten, oder? Komm, Alice, du kriegst das jetzt. Kriegst reingedrückt. So. Wie sieht's hier aus? Bob hat ein Level up. Kriegt aber erstmal einen Kaffee, damit er noch weiterarbeiten kann. Kriegst du hier Crafting nochmal obendrauf. Dir geht's noch okay. Ihr zwei ruht euch noch aus und wir schauen auf die Mappe, die Map. Eine Sandburg. So, wer ist am depressivsten? Du. Du darfst mit der Sandburg spielen, wenn du denn überlebst. Oh ja, ja, super. You take a good amount, bla bla, all in all was fun. So, dann können wir die nochmal durchsuchen. Das kann er auch machen. Nee, das kannst du machen. Yay, super. Completely destroy. You found something. Bla bla. Immerhin Healing Water, das ist gut. Das können wir gebrauchen, glaube ich. So. Okay. Prozent. Fuck, die fuck, fuck, fuck. Okay, aber da kann Bob gleich raus. Super, Jacob ist auch wieder ziemlich erholt. Vier Früchte. Es dauert halt echt lange, bis man irgendwas hat, wo man Essen herkriegt. Man kriegt dann nur die Früchte
Und das sind A, zu wenig und B, machen die einfach zu wenig gegen Hunger. Das ist das Problem. Ich habe auch gesehen, man kann jetzt hier Send to Sleeping Area. Ach, das ist natürlich praktisch. So, Jacob. Jacob. 31, dann gehst du jetzt Früchte sammeln. Alejandro ist noch depressiv. Aber du hast niemanden, mit dem du reden kannst. Wir haben keine Zeit gerade, mit irgendjemandem zu reden. Es tut mir leid. Du gehst mal hier mit ihr ein bisschen Holz sammeln. So, eine gigantische Muschel. Wer ist am stärksten? Juri. Juri ist am stärksten. Juri bricht die auf. Wenn er durchkommt, schade. Miracle Potion. Ancient Knowledge. What? What? These tablets may be very old, but they're touch sensitive nonetheless. +1 für alle Skills, okay? Miracle Potion. -10 zu all states. Achso, ich dachte all stats, aber all states ist natürlich okay. Okay, okay, okay. So, du machst das jetzt noch fertig da, bitte. Dir geht's auch noch soweit ganz gut. Du bist ziemlich müde. Okay, der Rest geht noch. So, dann haben wir den Fishing Rod fertig. Drei Früchte. Fuck, Mann. Ich wäre gern besser in diesem Spiel. Das hatten wir schon. Glaube ich. So, was haben wir denn zu essen? Noch zweimal Dried Meat. Das kriegst du. Und du. Du musst dich leider mit Früchten arrangieren. Aber wir können jetzt angeln gehen. Die Früchte behalten wir erstmal. Wir können jetzt angeln gehen. Das ist gut. Das ist gut. So, müssen wir hier ein bisschen... Machen wir zumindest einmal rein. So, du gehst angeln. Warte, da haben wir doch auch noch... Moment. Wer kann denn noch einigermaßen angeln, dass wir zwei zum Angeln schicken können? Jacob. Jacob kann noch angeln. So, Moment. Du gehst schlafen. Du bleibst schlafen. Du gehst entweder hier 33 oder 47. Dafür gehst du dahin. Ein Schiffwrack. Holen wir uns Ressourcen oder so? Wir suchen so. Wir suchen so. Das hilft ja nichts. Jacob, du suchst so. Schon mal gut. You dive inside the ship and it takes a long while. Was finden wir? Zweimal rum. Geil. Achso, die Resource können wir immer noch scavengen. Das ist gut. Das macht Juri. Yeah. Fünf Holz, drei Seile. Okay, keine Nägel oder so, aber gut, da müssen wir jetzt durch. So, du hast ein Level up. What? Fishing Hobby. Fishing Skill progresses faster, okay. Was kannst du denn an fischen? 29, toll. Bringt mir total viel. Oder machen wir mal auf. Machen wir mal ein bisschen auf Fischen. Nee. Aber du gehst.
gehst noch nicht. Du gehst nicht fischen. So, sie erforscht schön. Aber wir können ihr mal einen Kaffee, den letzten Kaffee geben. So. 5 Medizin, 20% Sickness. Du kannst auch mal das Sudoku lesen. So, und dann würde ich sagen, kriegt Yuri. Oder kriegt Yuri den? Ne, wir geben das Jacob. Ein Fishing Bait. 2 Fishing Bait sogar. So, Sickness, 3%. Minus 10% von allen States. Das ist natürlich sehr geil. Plus 1 zu allen Skills. Medizin, Injury, da kann er mal eins nehmen. Rum, ja, das ist so eine Sache, ne? Man weiß nicht, ob es mehr oder weniger wird. Okay, gut, dann weiter geht's. Bald haben wir den Cooking Pot fertig, wo wir wahrscheinlich niemals das Material für zusammenfinden werden. Ich sehe es schon kommen. Bitte fangt ein paar Fische. 2 Fische. Ihr seid die besten beiden Angler, die wir haben. Und ihr fangt 2 Fische, Mann. Und er hat 3 Früchte. Wie kann man denn 3 Früchte finden? Da muss es doch mehr geben. Wenn wir eine neue Area haben, war das ist gut. Nice Fishing Spot. Wir können 5-mal fischen gehen, okay? Ich habe Angst beim Searchen, die Fische zu verjagen. Wir gehen mal fischen und zwar Bob geht da jetzt mal fischen. Oh, 11% Stealth. Oh, und Success. Sehr gut. You try to catch some fishes with a rusty nail on a string for a few hours. You hope that you won't awaken some horrible sea monster in the process. Okay, da haben wir immer noch 4 Fische. Okay, wissen wir, hier können wir noch mehr Fische sammeln. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, du hattest ein Level up. Animal Lover. Hunting Skill progresses slower. Exploration Skill progresses slower. Das ist schade. Du kriegst Knowledge. Knowledge wie Arsch kriegst du. So, da haben wir 87%. Das heißt, das Dings ist gleich fertig. Du gehst entweder 34. Okay, dann gehst du mit Früchte sammeln. Brauchen eigentlich die Fische. Brauchen aber auch Materialien. Okay. So, fertig. Okay, der Cooking Pot ist fertig. Wunderbar. Dann können wir die gleich auch anders einteilen. 11 Fische! 11 fucking Fische, Mann! Geil! Ist mir egal, dass ihr euch hasst. Ihr habt 11 Fische gefangen, das ist gut. Und 5 Früchte, okay. Ich glaube, wir könnten heute Abend noch überleben. So, dann müssen wir dann morgen mal gucken, dass wir craften. Und dann müssen wir gucken, was uns da noch für Sachen fehlen. Zum Craften vom Cooking Pot. Here, take this. I heard your stomach grumping. I have some food in my personal reserves. Hatten wir schon. Bla bla bla. Gut, Alice's Hunger ist runter, das ist gut. Wir haben nämlich jetzt nur frische Fische und Obst. Okay, ihr müsst leider rohe, frische Fische essen. Das hilft ja nichts. Okay. Water Supply ist noch 28. So, jetzt neu sortieren. Du gehst erstmal schlafen. So, und jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir für den Cooking Pot. Wir brauchen noch 6 Seile und 3 Steine. Das heißt, wir suchen hier erstmal nach Steinen. Du gehst erstmal ein Level up. Und zwar kriegst du ein Level up. Oh, sie ist gut im Jagen, okay. Können wir nur noch nicht gebrauchen.
ein bisschen Scavenging, ein bisschen Exploration und Discussion. So, du musst dich erstmal ausruhen. Du bist ziemlich depressiv, du musst mal reden. Dann redest du mit Alice. Ganz einfach. Haben wir noch was gegen Depressionen? Da. Okay, so, du kriegst eine Schokoladenbox. Weil wir brauchen Steine auf jeden Fall. Und wir brauchen noch jemanden, der exploriert. Du kriegst auch eine Schokoladenbox. Damit du nicht zu depressiv wirst. Und wir... Ah ne, wir können ja noch nicht craften. Okay. Oh, Feuer stirbt. So. Er hat einen Discussion dazu bekommen, das ist gut, aber Depression ist immer noch ziemlich hoch. It hurts. Injury decreases slower. Schade drum. Zehn Fische, Mann! Krass, wie viel die angeln, das ist super. Wenn wir jetzt noch den Cooking Pot hätten, ey. Wenn wir jetzt den fucking Cooking Pot hätten, das wäre richtig gut. Level 3, sehr gut. 3 Steine, ich glaube genau 3 brauchten wir. Oh, sie hat es geschafft, ein Dings alleine zu erforschen, das ist super. Info. Good Eye, Scavenging progresses faster, das ist gut. Kriegst auch noch mehr in Scavenging rein. So, dann musst du dich aber leider erholen. Was kannst du denn? 22, 19, 12. Dann gehst du hier sammeln. Ah, warte mal, ihr redet mal. Du gehst schlafen. Okay, Moment. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch Seile, ne? Ich glaube, die Steine haben wir jetzt alle. Genau, wir brauchen jetzt noch Seile und ein Holz. Haben wir eigentlich das Flugzeug noch? Kann da noch einer hin? Juri? Ah, 2 Uses haben wir noch, das ist gut. Dann geht er da hin. Was müsste irgendjemand... Scavenging 30, Exploration 30, 34, 29. Der ist gar nicht müde, der ist depressiv. Das heißt, der muss reden. So, was haben wir noch auf der Map entdeckt? Ein Backpack! Search! Alejandro! Yes! Nice! Keine Verletzung. You search the backpack for something useful. Und was finden wir? Ginseng Juice! Dried Meal! Binoculars? Was können wir denn damit machen? Sehr gut. Schauen wir mal die Binoculars an. Ah, 5 Exploration. Spy from afar. Okay. Wo haben wir das denn jetzt her? Haben wir das die ganze Zeit schon? 17 Fische haben wir. Used to craft bandages. Okay. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Dead in Bermuda. Macht's gut. Tschüsschen. Falsche Taste, Mann.